Mann, ich kann mir einfach diese Vokabeln nicht merken. Was ist denn los? Ja, ich kann mir die nicht merken. Ja, aber wie lernst du auch mit diesen zweisprachigen Listen da? Kein Wunder, dass du dir das nicht merken kannst. Hallo, ich begrüße euch bei Fröhlich Deutsch. Heute mit Patrick von Sprakuko Deutsch lernen. Hi. Hi, und heute geben wir euch Tipps, wie ihr am besten Wortschatz lernen könnt. Patrick, was sind denn so deine besten Tipps deiner Erfahrung nach zum Wortschatz lernen? Also zunächst einmal ganz grundlegend, wenn ihr einen neuen Wortschatz lernt, schreibt euch diesen Wortschatz bitte auf. Und wenn es ein Nomen ist, schreibt das Nomen mit dem Artikel auf. Ja, das hilft auf jeden Fall. Den Plural kann man vielleicht noch ergänzen. Und was Genau. auch hilfreich ist, das etwas zu visualisieren, indem ihr zum Beispiel unterschiedliche Farben benutzt. Das könnt ihr zum Beispiel tun, indem ihr euer Nomen auf eine Karteikarte schreibt. Und dann schreibt ihr das Nomen mit dem Artikel, den markiert ihr farbig am besten. Und auf der Rückseite der Karteikarte könnt ihr dann entweder die Bedeutung schreiben oder einen Beispielsatz. Ja. Oder welchen Tipp ich auch schon mal gehört habe, ist, dass man unterschiedlich farbige Karteikarten sogar nimmt Das für ist auch eine bestimmte gute Idee. Wortkategorien oder Wortfelder. Genau. Ansonsten konkrete Wörter. Wenn ihr ein Wort habt, wie zum Beispiel Buch, dann schreibt es erstmal mit dem Artikel auf. Und dann wäre es ganz gut, wenn ihr das zum Beispiel mit Gerüchen zum Beispiel verknüpft. Ihr kennt das ja, Ja, oder? auf jeden Fall. Ja, wer kennt es nicht? Man kauft ein neues Buch und öffnet es erstmal und muss erstmal ein bisschen dran schnuppern, weil dieser Geruch eines neuen Buches eigentlich immer Genau. sehr gut riecht, ja? Genau, das Gefühl habe ich auch, wenn ich zum Mm. Beispiel in der Bibliothek bin oder so, ganz viele Bücher und dieser Geruch. Ich mag das einfach und diese Erinnerung wird mit dem Wort verknüpft und das hilft euch beim Wortschatzlernen. So, und auf jeden Fall ist es gut, wenn ihr über mehrere Sinne lernt. Also, dass ihr das Buch nicht nur auf dieser Karteikarte lernt, ob jetzt mit Papier oder App, ist sowieso egal. Aber wie wir schon gesagt haben, ne, man kann das Buch natürlich fühlen, riechen, mit anderen Dingen, die ihr vielleicht lernt, das kann man dann auch erschmecken. Also versucht einfach mehrere eurer Sinne zu aktivieren. Genau, das geht Ja. bei den konkreten Wörtern natürlich, weil ihr diese ja auch in die Hand nehmen könnt. Anders sieht es allerdings bei den abstrakten Wörtern aus. Genau. Und da braucht ihr andere Strategien, um euch diese Wörter zu merken. Dann nehmen wir mal das Wort Traum zum Beispiel. Patrick, was ist dein Traum oder einer deiner Träume? Ja, um ehrlich zu sein, mein Traum ist es tatsächlich mal, ein Haus in Portugal zu haben. Und das ist wirklich so. Und indem ich dieses Wort an diese Erinnerung oder an meine Emotion knüpfe, fällt es mir auch einfacher, ein abstraktes Wort zu behalten. Ja, und ihr habt sofort eigentlich dieses Wort auch im Kontext gelernt und vielleicht noch andere Wörter mitgelernt. Ihr könnt euch das bildlich vorstellen. Also Ja. mein Traum ist ein Haus in Portugal. Ja. Genau, und dadurch baut ihr auch so ein Netzwerk auf, das habt ihr schon gemerkt, ihr habt Haus, Portugal, Traum. Das hilft euch auch schon dabei, mehrere Wörter gleichzeitig zu lernen. Ja, sein Traum ist das Haus in Portugal. Und wenn du das mal erreicht hast, dann hast du dir deinen Traum erfüllt und das ist großes Glück, oder? Ja, und wie kann man sich denn so ein Wort einprägen, Ja. Glück? Da müsst ihr vielleicht auch an Erfahrungen denken, denkt mal an die Schulzeit zurück oder an die Unizeit. Vielleicht habt ihr auch mal abgeschrieben, aber eure Lehrerin oder euer Lehrer hat es nicht gesehen, euch nicht erwischt. Ihr habt also wirklich Glück gehabt. Oder gibt es vielleicht noch andere Strategien, wie ihr den Wortschatz lernen könnt? Hast du noch eine Idee? Ja, auf jeden Fall. Also man kann zum Beispiel auch gut Gegensatzpaare immer zusammen lernen. Da fällt mir ein gutes ein, weil wir tatsächlich ein paar Probleme heute bei der Planung hatten und beim Drehen. Patrick ist nämlich groß, ich bin klein. Das heißt, ihr könnt euch tatsächlich diese Gegensätze aufschreiben. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel kalt, weil ich habe gerade echt kalte Hände. Kalt oder ein Ja. Gegensatz? Warm oder heiß, ne? Also Genau. ich habe warme Hände im Moment. Richtig, und das hilft euch natürlich auch dabei, den Wortschatz besser zu behalten. Und ihr könnt zum Beispiel auch Synonyme lernen, also Wörter mit einer ähnlichen Bedeutung. Stellt euch zum Beispiel das Verb gehen vor, dann könnt ihr euch Wörter aufschreiben wie zum Beispiel schleichen Schlendern oder marschieren oder sich fortbewegen. und so weiter. Genau. Außerdem ist es auch hilfreich, wenn ihr Wörter in Wortfeldern lernt. Ja, was ist ein Wortfeld? Patrick, hast du vielleicht ein gutes Beispiel dafür? Stimmt, Wortfelder. Das ist eine gute Idee. Bei Wortfeldern habt ihr einen Oberbegriff.
Und das könnte zum Beispiel das Nomen die Kleidung sein. Ihr überlegt euch dann, welche Kleidungsstücke es gibt. Das könnte zum Beispiel... Ja, zum Beispiel ein Hemd sein. Du trägst ein Hemd. Genau, oder die Strickjacke. Genau, oder die Schuhe. Wir tragen beide Schuhe. Genau. Ja? Eine andere Möglichkeit wäre es, wenn ihr Wörter in Wortfamilien lernt. Stellt euch den Begriff Arbeit vor. Dann könntet ihr Wörter aufschreiben, wie zum Beispiel arbeitslos sein, oder? Ja, wenn man arbeitslos ist, geht man zum Arbeitsamt. Genau, um Arbeitslosengeld zu beantragen. Und weil man einen neuen Arbeitsplatz sucht. Genau, wenn man die Arbeit verloren hat. Letztendlich stellt sich aber doch die Frage, welchen Wortschatz soll ich lernen und wozu lernen wir das Ganze, oder? Absolut. Es ist wirklich wichtig, dass ihr nur den Wortschatz lernt, den ihr auch wirklich braucht. Was ist relevant für euch? Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Absolut. Ne, dann braucht ihr nur den Wortschatz für euren Beruf, diesen Fachwortschatz und nicht, zumindest am Anfang noch nicht, den Wortschatz aus anderen Berufen. Genau, oder wie formuliert ihr eine E-Mail beispielsweise, wenn ihr im Beruf seid? Dann braucht ihr dafür die Strukturen. Genau, ne? Und das Gleiche gilt auch für Hobbys zum Beispiel. Wenn ihr euch mehr für Fußball interessiert, braucht ihr vielleicht noch nicht den Wortschatz, den ihr beim Tennis braucht oder so. Also am Ende kommt es, glaube ich, immer auf die Motivation und das Interesse an. Ihr kennt das alle aus den Lehrwerken, oder? Ja, was ist da absolut. Deine Erfahrung? Also ihr kennt diese konstruierten Texte und ihr merkt schon, die sind nicht mehr so authentisch irgendwie. zum Beispiel Umzüge oder so. Ja, ja, das Thema Möbel ist auch mal mein Lieblingsthema sozusagen. Absolut. Also, und dann fragt braucht am Anfang euch, keiner. Warum brauche ich das überhaupt? Ja, und das ist auch richtig, das braucht ihr ja nicht wirklich. Deshalb schaut, was euch interessiert. Zum Beispiel, wie flirte ich denn auf Deutsch? Wenn euch das interessiert, versucht mal diesen Wortschatz zu lernen. Entschuldigung, ja? Ich habe meine Telefonnummer verloren. Kannst du mir vielleicht deine geben? Schaut einfach, was euch interessiert. Interesse und Motivation sind einfach ganz wichtig beim Lernen. Also es hilft nichts, wenn ihr euch ein Buch aussucht, das euch thematisch wirklich überhaupt nicht interessiert. Genau, absolut. Wenn ihr Krimis mögt und dann kommt irgendein Liebesroman, dann glaube ich nicht, dass ihr wirklich motiviert seid und dementsprechend lernt ihr auch viel schlechter. Ja. Ansonsten kann man natürlich auch Bücher nehmen, die man vielleicht schon mal in der Muttersprache gelesen hat und dasselbe einfach nochmal auf Deutsch lesen. Mit Filmen und Serien funktioniert das selbstverständlich auch. Richtig, sucht euch eure Lieblingsserie und schaut diese doch einfach mal auf Deutsch an, schaltet dann auch noch die Untertitel dazu ein. Ja, womit ich immer früher gut gelernt habe, ist Musik. Also ich liebe es, mit Musik zu lernen, einfach weil man da sehr klare rhythmische Strukturen hat, sich sehr vieles wiederholt, das sehr eingängig ist. Mhm. Also man kann sich sehr gut daran erinnern und damit kann ich wunderbar lernen. Ja. Oder ihr könnt die Aussprache auch. Ja. Richtig, oder ihr bildet Reime beispielsweise. Das könnt ihr natürlich auch noch machen, um neuen Wortschatz zu lernen. Das muss auch nicht unbedingt besonders sinnvoll sein. Wichtig ist, dass ihr das nachher gut behalten könnt. Und hört auch darauf, was um euch herum passiert. Hört, was die Muttersprachler sagen. Ja, ganz da oft. Da gibt es ganz oft, was wolltest du sagen? Entschuldigung, ja, ich wollte sagen, dass man oft sogenannte Chunks dann hört. Also das heißt, das sind Phrasen oder Ausdrücke, die einfach sehr häufig vorkommen. Also das Einfachste wäre beispielsweise, wie geht's dir? Genau, richtig. Gut. Und dir? Super. Genau. Und natürlich, das war ein einfaches Beispiel, aber das ist die authentische Sprache, die ihr eben von Muttersprachlern auch hört. Und darum sind Chunks auch wirklich wichtig. Ja. Das Gute ist, dass man die auch nicht erst analysieren muss. Ne? Um bei dem Beispiel, wie geht's dir zu bleiben, müssen wir nicht überlegen, was ist denn jetzt geht's in diesem Fall? Man lernt das einfach und weiß genau, was das bedeutet und kann es sofort anwenden, ohne darüber nachzudenken. Was mich interessieren würde, ist, wie du selbst denn eigentlich Sprachen lernst. Wie erweiterst du deinen Wortschatz in Fremdsprachen? Also ich habe lange gebraucht, um wirklich eine Strategie zu finden, denn in der Schulzeit habe ich echt oft diese Listen gelernt. Oh ja, ich auch. Und das Problem dabei war, dass es nach der Klausur meistens schon wieder weg war. Also ich wusste nicht mehr, was ich überhaupt gelernt habe. Ja. Und dann musste ich Strategien entwickeln. Bei mir hat es immer geholfen, mich beim Lernen zu bewegen. Dadurch konnte ich mir ganz gut den Wortschatz merken. Ja, das würde bei mir, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Was ich mache, man kommt sich immer ein bisschen blöd dabei vor, aber ich lerne ganz gerne auch schon mal mit Selbstgesprächen und nehme mich dabei dann auf, weil ich dann auch bemerke,
welches Wort mir dabei fehlt. Ich kann dann die Wörter, die ich gelernt habe, versuchen anzuwenden und merke aber auch, oh, das fehlt mir, dieses Wort schreibe ich mir auf und kann es dann beim nächsten Mal im nächsten Gespräch oder Selbstgespräch wieder verwenden. Ja, und daran seht ihr auch, dass es dann auch auf eure Methode drauf ankommt. Nicht für jeden ist die gleiche Methode auch wirksam. Mhm. Es gibt unterschiedliche Lerntypen. Ja. Bei mir hat es zum Beispiel geholfen, mich zu bewegen. Mhm. Bei ihr hat es geholfen, es vorzusprechen. Und das müsst ihr auch für euch herausfinden. Ja. Also generell kann ich echt besser lernen durch Lesen zum Beispiel als durch Hören. Viele können in Kombination all dieser Dinge gut lernen. Versucht das herauszufinden. Ich bin sicher, dass es noch ganz, ganz viele andere Tipps gibt und wir nicht hier alles erwähnt haben, was es dazu zu sagen gibt. Aber vielleicht war ja schon was Hilfreiches für euch dabei. Ja, und wenn ihr noch irgendwelche Strategien habt, die wir in diesem Video nicht genannt haben, dann schreibt diese doch bitte in die Kommentare. Auf jeden Fall, darüber würden wir uns sehr freuen und ich kann euch nur ans Herz legen, auch Patricks Kanal Sprakuko Deutsch lernen zu abonnieren. Ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, danke. Ja. Es hat und sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Wir schicken euch fröhliche Grüße und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Okay. Ich bin locker. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jetzt legen wir los. Jetzt so, komm jetzt. Intro. Entschuldigung? Ja. So, okay. Ja. Ey, du räusperst. Wir können schon einen synchron räuspern. Synchron räuspern.